Herzlich willkommen zur 108. Folge von Verhundert. Wir haben heute den 15.07.2020 und vor 100 Jahren haben wir Den 15.07.1920. Hallo, liebe Zeitreisende. hier ist nicht der Steffen, aber Steffen sagt gleich etwas. Etwas? Ja, das ist der Steffen und ich bin der. Luis, hallo, Luis. Genau, wir sind der Verhundert Podcast und wir bringen Sendungen, die tagesaktuell über die Zeit von vor 100 Jahren besprechen. Unsere Folgen sind wie folgt aufgebaut. Wir haben Hausmeisterthemen, in denen wir uns selber auch 2 Minuten beschränken und nur über uns selber reden. Maximal 2 Minuten, denn Podcaster haben schon eine Tendenz zum Reden. Deswegen haben sie sich auch dieses Hobby ausgesucht. Und da wir aber nicht so viel über uns reden wollen, sondern über die Themen dieser Sendung, gibt es den Hausmeisterblock nur für 2 Minuten. Dann kommt. Dann kommen die Themen von vor 100 Jahren. Wir sprechen über Wahlen, über Sparmaßnahmen und Ungerechtigkeiten. Und am Ende, Luis, sprichst du über einen Den gewissen Harry Graf Kessler. Harry Graf Kessler. Und Harry Graf Kessler ist ein Mann von großer Bescheidenheit und Demut, wie wir alle wissen. Und er löst in einer Vortragsreihe das Weltfriedenproblem. Und wie er sich das vorstellt, darauf gehen wir ein. Und er hat natürlich zu allen Ereignissen von vor 100 Jahren nochmal eine eigene Meinung. Und auch die können wir sozusagen einen Blick in sein Leben werfen und das sozusagen ihn als dritten Kommentator, als dritten Moderator dieser Sendung immer zu Rate ziehen. Genau. Ich würde sagen, Luis, lass uns zu den Hausmeisterthemen kommen. Begrenzt auf 2 Minuten. Ja, wir haben 2 Kommentare, auf die wir eingehen wollen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir haben einmal eine E-Mail vom Max bekommen. Ja. Und der hat sich bedankt über unsere letzte Folge. Das ist ja die erste Folge der Herbststaffel. Wir haben ja, sagen wir mal, im Jahr 5 Folgen pro Staffel. Und das ist jetzt die Herbststaffel, ist die erste Folge davon. Und sagt, er kommt selber aus Thüringen. Er hat das Amtblatt der Gemeinde auf den Frühstückstisch, wo er im Titelblatt sieht, wie klein doch die Territorien in Thüringen damals waren. In seiner Gemeinde Remptendorf, 3.500 Einwohner, gab es 4 Fürstentümer, Reuß, jüngere Linie, Reuß, ältere Linie, Preußen, Schwarzburg, Ruderstedt. Jede der in der Grafik eingezeichneten Ortschaften hat, mit Ausnahme eines Dorfes, 150 bis 300 Einwohner. Und das ist ihnen aufgefallen und parallel mit unserer Sendung und hat sich sehr darüber gefreut und bedankt sich bei uns. Und Max, Sie bedanken uns sehr. Wir haben uns sehr, sehr, sehr über deine E-Mail gefreut. Viele, viele Grüße und danke. Ja, wir haben auch einen zweiten Kommentar bekommen von Katrin, die uns sagt, dass wir vorsichtig sein sollten, wenn wir Witze vorlesen von aus einer Zeit vor 100 Jahren. Denn sie hat sich anscheinend gerade probiert, beim Hören zu schminken und das ist dann doch vielleicht etwas gefährlich. Ja, auch vielen Dank für diesen Kommentar. Und Bin ich sehr überrascht, weil die Witze von vor 100 Jahren sind nicht lustig. ich glaube, sie hat sich ja über uns lustig, also nicht gemacht, aber mitgelacht. Ja, das stimmt. Also, sie sind halt deswegen wieder lustig, weil sie eben nicht lustig sind. Sie hat auch nochmal ein Thema angesprochen. Einer der Witze, der über den Bratengeruch, ist sexistisch gemeint. Und hier werden wir den Kontext besser rausstellen. Das sind halt die Witze aus der Zeitung von vor 100 Jahren, spiegelt in keiner Weise unsere Meinung wider und das werden wir nochmal besser einordnen in die nächsten Sendung. Ja, gut, dann würde ich sagen, Luis, das waren jetzt circa 2 Minuten. Wir haben ein wenig überschritten. Dann kommen wir doch jetzt aber ganz schnell zu den Themen von heute vor 100 Jahren. Das große Thema war in den letzten 8 Wochen war die Reichstagswahl für das Jahr 1920. Und dieser Wahl und auch die unmittelbaren Folgen der Regierungsbildung und der Konferenz von Spa wollen wir den Schwerpunkt dieser Folge widmen. Ja, wollen wir vorher, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir nochmal sagen, warum es jetzt eigentlich zu Wahlen kommt. So jung ist ja eigentlich die Regierung noch gar nicht.
Und das ist vor einigen Folgen passiert, die Ursache. Da war ja so ein Putsch, der Kapp-Lüttwitz-Putsch von rechts und kurz danach Aufstände im ganzen Land auch von links. Und die wurden niedergeschlagen und dann gab es Verhandlungen. Und diese Verhandlungen hatten zur Folge, dass wieder gewählt werden sollte. Und diese Wahlen sind jetzt einige Monate später im Deutschen Reich. Im Juni. Genau. Und zwar, es gibt 35 Millionen Stimmberechtigte und davon haben 28 Millionen ihre Stimmen abgegeben, also eine Wahlbeteiligung von 79%. Das ist ja traumhaft eigentlich. Das ist für heutige Verhältnisse hoch. Damals war das niedriger als natürlich die für die Wahl der Nationalversammlung, wobei natürlich die Nationalversammlung, die verfassungsgebende Versammlung für einen neuen Staat natürlich eine sehr hohe Wahlbeteiligung mit sich bringt. Als Ergebnis der Wahlen gab es genau 7 Parteien, die in mindestens einem Wahlkreis stärkste Kraft wurden. Wir können ja einfach mal ganz kurz die Ergebnisse sagen, wie die Wahl ausgegangen ist, was das für Folgen hatte. Und dann würde ich was generell zum Wahlsystem sagen, wäre jetzt meine Idee. Und dann gehen wir über zur Regierungsbildung, dann gehen wir über, wie würdest du dann weitermachen, Steffen? Ja, dann können wir zu den Verhandlungen mal gehen von Spar. Mehr dazu später dann im Laufe der Folge. Und was dann diese neue junge Regierung alles machen wollte und mit welchen Problemen sie am Anfang umgehen musste und vielleicht womit sie auch gescheitert ist. Aber ja, kommen wir doch mal dazu, wie denn jetzt gewählt wurde am 6. Juni 1920, Luis. Wie ist die denn ausgegangen? Ja, also 2 Sachen sind mir immer wieder ins Auge gefallen oder haben ins Auge gestochen bei allen Quellen, die ich gesichtet habe und hat auch unser schönster Elch, der Elcher, der Harika Kessler, auch bestätigt in sein Tagebuch. Und zwar A, die Wahlen verliefen ruhig und das war überraschend, weil viele Zeitgenossen jederzeit einen Putsch von links wie rechts fürchten, waren die Beteiligten überrascht, dass die Wahlen ruhig und gesittet abliefen. Zweitens haben die Parteien, die die Republik tragen, massiv verloren und an den rechten und linken Rändern gab es starken Zuwächse. Und zwar, es gibt die republikfeindlichen oder zumindest kritischen Parteien. Das ist am rechten Ende die DVP und die DNVP. Das ist die Deutsche Vaterlandspartei und das ist die Deutschnationale Vaterlandspartei. Gebe mir eine Sekunde. Deutschnationale Volkspartei. Deutschnationale Volkspartei, genau. Vielen Dank. Und das sind die am rechten Rand, die haben massiv dazu gewonnen. Und links haben wir einmal die USPD. Weißt du das, wie das ausgeschrieben heißt, Steffen? Die unabhängigen Sozialdemokraten, die haben sich, es gibt ja im Ersten Weltkrieg gab es ja ein Zerwürfnis der SPD und die haben sich geteilt in die Mehrheitssozialisten, das waren so mehr die gemäßigteren und die radikaleren, sag ich mal, Sozialdemokraten, die haben sich, das waren dann das war die USPD, die unabhängigen Sozialdemokraten. Und die haben jetzt in der Wahl deutlich gewonnen. Die MSPD verloren an Stimmen. Ähnliche Entwicklung, nur 100 Jahre später, am anderen Ende des politischen Spektrums und eigentlich mit allen anderen, aber der Vergleich kommt mir immer rein, ist die Entstehung der AfD und sozusagen, dass auch die CDU der Wahlstimmen abgeben muss. Genau, und die beiden Parteien sind am rechten Lager und die USPD und die unabhängigen Sozialdemokraten und die KPD am linken Lager. Und diese 4 Parteien, die dieser demokratischen Weimarer Republik offenfeindlich, im besten Fall kritisch gegenüberstehen, kommen auf 49% der Stimmen. 49 heißt nicht Mehrheit. Das ist wohl wahr. Aber das heißt, dass wenn man jetzt noch die Nichtwähler dazu nimmt, dass absolut gesehen weniger als die Hälfte der Bevölkerung für diesen Staat
zur Wahlurne gegangen ist. Sozusagen. Also du meinst jetzt, die sozusagen für dieses System auch sind, der Weimarer Republik. Hm. Zum Beispiel die USPD ist von 7% auf 18% angestiegen, also die haben 10% gewonnen. Hm. Und die SPD hat 16% verloren. Die Zentrumspartei hat 6% verloren. Die Mitte hat massiv verloren. Ja. Also das würde halt bedeuten, heutzutage, dass halt 49% der Stimmen auf Parteien für gehen, die Verfassung, so wie sie in der Bundesrepublik Deutschland ist, ablehnen oder sehr, sehr kritisch sehen. Mhm. Ja. Und Gott sei Dank haben wir das nicht. Und so ist es auch wirklich extrem schwer, eine Demokratie am Laufen zu halten, weil es gibt keine demokratische Alternative. Die Demokraten können vielleicht gerade so den Prozess am Laufen halten, aber sie können ja nicht untereinander konkurrieren. Mhm. Es gibt nur für oder gegen die Demokratie zu wählen. Und wer wird denn da jetzt die neue Regierung bilden? Es kam langwierige Verhandlungen. Ja. Wie jetzt eine Regierung zustande kommen könnte. Die SPD, die wollte nicht immer verantwortlich gemacht werden für unpopuläre Entscheidungen und wollte unbedingt nicht mehr eine Regierung sein. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Ja, du fühlst dich wohl in der Opposition. Da kann man ja auch gut fordern in der Opposition. Und es gab also ein Minderheitskabinett der bürgerlichen Partei. Das ist einmal die DDP. Das ist die Deutsche Demokratische Partei. Dann haben wir die DVP. Das ist die Deutsche Volkspartei. Genau. Und dann haben wir die Zentrumspartei. Das ist eine katholische bürgerliche Partei. Ja. Und die haben nicht genug Stimmen. Wir können ja mal gucken, wie viele Stimmen die haben. Die DDP hat 18,6% der Stimmen. Die DVP 4,4, also 20 plus Zentrum. Das sind 40% der Stimmen. Ja. Und die bilden eine Minderheitsregierung. So, das heißt, die bräuchten dann für alles, was sie da abschließen wollen, immer noch die Hilfe der Sozialisten, der MSPD. Mhm. Genau. Und da ist natürlich schlecht zu regieren. Absolut. Ja. Und wenn das Regieren dann nicht so gut funktioniert, dann ist das natürlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Demokratie in sich nicht funktioniert und eine schlechte Regierungsform ist. Und dann haben natürlich die Gegner, die ganze Zeit unken und argumentieren und wettern, ein Lächeln auf dem Gesicht und freuen sich. Ja. Vielleicht noch zeitgenössische Zeitungsmeldung dazu. Gerne. Die Berliner Börsenzeitung am Montag, also den Tag nach der Wahl, in der Abendausgabe schreibt, Stärkung der Opposition rechts und links. Niederlage der Regierungsparteien. Dann wird halt geschrieben in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, ruhiger Verlauf der Wahlen. Wie wir von zuständiger Seite erfahren, ist nach den bisher vorliegenden Nachrichten der Verlauf der Wahlhandlung im gesamten Reiche und in Berlin ruhig vonstatten gegangen. Sowohl im Zentrum Berlins wie auch in den Vororten sind vom Beginn und Verlauf als auch im Schluss der Wahlhandlung keinerlei Störungsversuche unternommen worden. Wie gesagt, das war sehr überraschend für die Zeitgenosse. Hier noch ein Beitrag der Deutschen Allgemeinen Zeitung zum Ausgang der Wahl. Die Lehre des Widerspruchs von Georg Bernhard, Zitat. Soweit die Wahlergebnisse aus dem Reich bisher vorliegen, lassen sie erkennen, was ohne viel Prophetengabe vorauszusehen war, ein Ruck an die Flügel nach rechts und links. Dabei haben aber die ganz Extremen der entgegengesetzten Richtung Deutschnationale und Kommunisten nicht diejenigen Erfolge erzielt, auf die sie selbst wohl rechneten. Vielmehr ist der größte Zuwachs an Stimmen und Mandaten auf der einen Seite bei den unabhängigen Sozialdemokraten, die den Damm gegen die kommunistische Rätediktatur bilden, und auf der anderen Seite bei der Deutschen Volkspartei, den Grenzfall gegen die Elemente der Gewalt von rechts. Wenn man sehr beschissen wäre, der Tendenz dieser
Wählerbewegung eine höhere Vernunft zu unterstellen, so könnte man in den Wahlergebnis eine reinliche Scheidung zwischen der sogenannten bürgerlichen und der sozialistischen Weltanschauung sehen. Ja, aber wenn man das auch so hört und ich meine, die Wiederwahl war jetzt auch eine Konsequenz von nach den ganzen Ruhraufständen und so weiter, dann lässt sich an diesem Wahlergebnis ja auch ablesen, dass die Wahl auch wollten anscheinend. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das wer macht denn da Stress? Das sind ja auch eher Leute, die extremere Ansichten haben. Zu denen gehören auch die Wähler der USPD und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch diese Wahl wollten. Das war ja vor allem ein Verhandlungspunkt mit den linken Aufständen in der ersten Jahreshälfte jetzt. Aber gut, das heißt, wir haben jetzt eine neue Regierung und neuer Reichskanzler muss ja auch noch gewählt werden. War viel los. Ich wollte noch was vom Wahlsystem generell sagen. Passt das jetzt oder wollen wir das auch später verschieben? Ach, mach das ruhig, Luis. Wir haben ja, ist ja ein Podcast, wir haben ja Zeit. Okay, und zwar durch die Gründung der Weimarer Republik wurde bereits zur Wahl der Nationalversammlung der Kreis der Wahlberechtigten erheblich ausgeweitet. Also wählen kann grundsätzlich jeder, der älter ist als 20 Jahre ist. Und ein Jahr vorher schon deutscher Staatsbürger inne hat, sozusagen. Und durch das neue Wahlrecht können auf einmal statt 14 Millionen Deutsche im Jahr 1912 37,3 Millionen Deutsche wählen. Und dazu gehören jetzt, also gehört da wirklich nur jeder dazu oder auch jede? Also Frauen dürfen auch wählen. Und vorher musste man zum Beispiel älter als 25 Jahre sein, um wählen zu dürfen. Und Frauen waren ausgeschlossen. Okay, dadurch steigt natürlich auch nochmal die Wählerschaft dann an, ne? Ja. Und das Wahlsystem war wie folgt. Es gab Kreiswahlvorschläge, die in Wahlkreisen zur Wahl gestellt wurden. Die waren in Wahlkreisverbände organisiert, ein Wahlkreis, und darüber gab es dann das Reich. Also es gab sozusagen drei Ebenen von Entitäten, wo halt Stimmen ausgezählt wurden und Abgeordnete vergeben wurden. Und grundsätzlich, wenn man im Wahlkreis volle 60.000 Stimmen erhalten hat, dann ist man im Reichstag. So. Also da gibt es so eine absolute Obergrenze, ja? Und die muss man, Mindestgrenze, und die muss man überschreiten. Korrekt. Aha, okay. So, wenn, was ja oft vortritt, das natürlich jetzt nicht perfekt aufgeht, ne, du noch Stimmen übrig hast, dann gehen die auf die nächste Ebene, das ist der Wahlkreisverband. Und dort wird dann wieder einer mit 60.000 Stimmen in den Reichstag geschickt, weil du sozusagen sammelst von zwei oder drei Wahlkreisen die übrig bleibenden Stimmen zusammen. Es können aber nur Leute dort in den Reichstag kommen, die mindestens einen Wahlkreis 30.000 Stimmen auf sich vereinigen können. Okay. Ich weiß gar nicht, das klingt erstmal mega suspekt, dass man das jetzt so an absoluten Zahlen festmacht. Das heißt, die müssen ja die Kreise dann auch danach ausgerichtet haben. Haben sie auch. Und die Anzahl der Abgeordneten verändert sich nach der Entwicklung der Bevölkerung dann. Ja. Okay, das heißt, wenn die Bevölkerung rasch ansteigt, dann muss es auch deutlich mehr Abgeordnete geben. Genau. Und man kann halt in einem Reichswahlvorschlag sein, im Wahlkreisvorschlag und im Kreisvorschlag. Und das Gleiche geht dann halt wieder eine Ebene weiter. Also wenn dann im Wahlkreisverband Stimmen übrig sind, gehen die in den Reichsvorschlag und dort kann man auch mit 60.000 Stimmen einen Abgeordneten schicken. Genau. Richtig. Man muss aber mindestens 30.000 haben im Kreis. Okay, das heißt,
Wir merken, liebe Zeitreisende, wenn ihr vor 100 Jahren, also mischt euch bitte nicht in die politischen Systeme ein vor 100 Jahren, das ist ja das Gesetz der Zeitreisenden, aber falls doch, dann braucht ihr mindestens 30 oder 60.000 Stimmen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Und vor allen Dingen ist es theoretisch ist es möglich als Partei, es gab 35 Wahlkreise und es ist möglich, dass man sozusagen in diesem Wahlkreis 29.999 Stimmen hat als Partei und kein Mandat bekommt, obwohl man 1 Million Stimmen auf sich vereinigt. Das ist ja bitter. Ja, aber andererseits heute mit der 5%-Klausel kann man ja auch Stimmen haben und nicht reingehen. Ne? Ja, das stimmt. Ich fand das interessant, weil ich habe immer Geschichte gelernt, dass das Weimarer Republik ein ganz furchtbares Wahlsystem hatte in Verfassung und das war alles lückenhaft, deswegen waren die Nazis auch so erfolgreich. Die hatten zum Beispiel keine 5%-Hürde und deswegen war das alles so zersplittert und unfähig. Das war so mein Wissen, mit dem ich hier reingegangen bin, meine Analyse. Und das klar, die haben schon mehr Parteien halt im Reichstag. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Parteien lese ich hier. Die NVP, die DVP. Die NSDAP hat noch keine Stimmen. Die ist noch nicht im Reichstag. Da habe ich hier noch die Wirtschaftspartei, die Deutsche Hannoversche Partei oder Hannover Partei, die USPD, die SPD, die Deutsch-Demokratische Partei, Zentrum, KPD und die Bayerische Volkspartei. Genau, also wir haben 10 Parteien, aber es sind natürlich substanziell mehr als heute. Wir haben ja heute die AfD, die CDU, die Linken, die Grünen, die Gelben, die Roten und die Linken. Wir müssen jetzt nicht verprügeln. 7 habe ich gezählt. Links, also wir fangen links an. Links, SPD, Grün, FDP, CDU, AfD. Ich zähle 6. Also wir haben 6 und wir zählen jetzt der Wahl von 1920 10 Parteien. Ja, das ist immer noch so eine Frage mit der CSU, aber sind ja, das stimmt. Mhm. Okay, aber was ich damit sagen, also bitte bewerft uns nicht mit Teebeuteln, wenn jetzt diese Zahlen vielleicht plus minus 1 abweichen. Es ist nicht so ein großer Unterschied, wie ich es gedacht hätte im Verhältnis zu heute. Und wir haben ja trotzdem eine Art Hürde. Man muss ja diese 30.000 Stimmen im Wahlkreis haben, um halt überhaupt in den Bundestag zu kommen, Reichstag zu kommen. Ja, da würde es mich mal dann interessieren, wie diese Wahlkreise festgelegt wurden und ob man da vielleicht noch hätte spielen können. Irgendwie. Ja, die Konsequenz davon ist die, wenn man regional sehr stark ist, ist man im Vorteil, weil man ja schnell über diese 60.000 Stimmenhürde kommt. Ja, ja. Oder auch 30.000 Stimmenhürde. Und wenn man halt sehr schwach überall ist, dann ist das... Ja, das stimmt wohl. Das ist halt die Konsequenz davon. Und jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob als Hörer das jetzt gut folgen konnte. Also wie gesagt, du hast Weimarer Republik, du hast halt 3 Ebenen, Wahlkreis, Wahlkreisverband und Reich. Es gab 35 Wahlkreise, 16 Wahlkreisverbände und halt ein Reich. Und im Wahlkreis braucht man 60.000 Stimmen, um gewählt zu werden. Wenn man 30.000 Stimmen hat, kann man im Wahlkreisverband mit sozusagen der 2 oder 3 Wahlkreise sich vereinigt halt, wieder auf diese 60.000 Stimmen kommen und trotzdem in den Reichstag ziehen und das Ganze eine Ebene höher. Aber man braucht immer diese 30.000 Stimmen im Wahlkreis. Und so kommt man dann auf die Abgeordneten im Reichstag, wie sie jetzt gewählt wurden. Und zwar, wir haben insgesamt 459 Abgeordnete im Reichstag an der Wahl vom 6. Juni 1920. Ja, wie viel haben wir denn im Bundestag? Ja, Bundestag, ich sag dir das sofort, das sind 630. Ja. Gut, okay, nur mal so zur Einordnung. Ja, zur Einordnung. Es sind ein paar mehr, aber die hatten ja auch weniger Bevölkerung damals. Ne? Wenn ich jetzt wieder in unser Verhundertbuch gucke, da gibt es halt nur so tolle Statistiken. Wir haben 1920, jetzt bin ich hier bei den Sportstatistiken, jetzt kommt das Nekrolog, und zwar statistische Zahlen für das Deutsche Reich. Bevölkerung 61 Millionen. Ne? Mhm. Also im Verhältnis passt das sogar. Also ne, das ist ja dann nochmal 25% mehr Bevölkerung, die wir heute haben im Bundesgebiet, im Verhältnis zum Deutschen Reich. Und die Anzahl der Abgeordneten
ist 33% mehr. So, das passt. Ja. Gut, na, so mal zur Einordnung, dass man das Größenverhältnis mal mit den Zahlen vor 100 Jahren ein bisschen vergleichen kann. Ja. Okay. Jetzt haben wir also diese Regierung, diese Minderheitenregierung. Und da, Steffen, wolltest du doch was zum neuen Kanzler sagen und mit welchen konkreten Problemen der unmittelbar herausgefordert ist. Ja, es muss ja auch ein Kanzler gewählt werden. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt jetzt so eine Minderheitenregierung aus DDP, DVP und Zentrum. Und also DDP, Deutsche Demokratische Partei. DVP, Deutsche Vaterlandspartei. Deutsche Volkspartei ist die DVP. Deutsche Volkspartei, genau. Und die bilden jetzt zusammen mit der Zentrumspartei, wie gesagt, so ein bisschen katholisch angehaucht, die Minderheitsregierung. Und jetzt hat man einen neuen Kanzler gesucht und der wurde Konstantin Fehrenbach. Und den habe ich mir mal, ich habe mir jetzt einfach mal bei Wikipedia auch mal angeguckt, was das so für jemand war, ehrlich gesagt. Ich kannte ihn vorher nicht und hat doch ein relativ interessantes Leben gehabt. Schon sehr lange Zentrumspartei. Interessant, also Jahrgang 1852, das heißt, der war schon gehobeneres Alter im Jahre 1920. Und der musste auch etwas überredet werden, diesen Job jetzt zu machen. Man wollte ihn aber unbedingt haben, weil er sich auch in den letzten Jahren gut als jemand gezeigt hat, der auch die Demokratie mit unterstützt. Das spricht schon mal für ihn, dass man ihn bequatschen muss, den Job anzunehmen. Also ich bin heute und auch damals nicht scharf auf den Job. Ja, ja. Vor allem in der Zeit. Du kannst eigentlich als Regierung, kannst du nur was falsch machen. Ja. Und, aber nochmal auf seine Person zurück. Ich fand es sehr interessant, dass seine Eltern ihn ursprünglich dazu bewegen wollten, dass er eine Laufbahn als Priester eingeht. Und er war dann auch auf so einem, also er hat dann auch da angefangen, Theologie zu studieren, hat dann aber irgendwie, jetzt steht hier bei Wikipedia, ich zitiere mal, dort erlangte er bald die Einsicht, dass der Zölibat nicht die geeignete Lebensform für ihn war. Dann hat er das Theologiestudium halt abgebrochen und hat dann Jura studiert, ist dann sich in Richtung Anwaltschaft begeben. Er ist auch Vorsitzender des Gesangsvereins Freiburg. Ja. Also er hat relativ viel gemacht. Er war auch für Bettmann Hollweg, also es war ja vor dem Ersten Weltkrieg der Kanzler mit. Dann war er mal wieder gegen Hollweg und hat sich auch mitten im Krieg, Entschuldigung, noch vor dem Krieg, hat er sich gegen das Militär als Staat im Staate ausgesprochen. Das macht ihn, finde ich, auch sympathisch. Er hat also da diese Tendenzen gesehen, dass das Militär hier mittlerweile auch vor dem Ersten Weltkrieg sich doch zu viel Macht einverleibt. Er hat dagegen protestiert in einer Rede, die wohl auch sehr bekannt wurde. Und so kommt es halt, dass so jemand zum Kanzler wird 1920. Ich habe mal geguckt, was Harry Graf Kessler zu Fehrenbach zu sagen hat. Er hat sehr, sehr viel geschrieben. Dazu kommen wir später. Er hat aber nur einen Satz gesagt über ihn. Und zwar, der Gesangsmeister Fehrenbach sei nicht der Mann, in Spar etwas zu retten. Ja. Das ist das Einzige, was er sagt. Also er sagt nichts über ihn, außer einen Satz, und der ist nicht positiv. So viel zu Harry Karl Kessler Meinung über den neuen Reichskanzler, Fehrenbach. Das ist auch schon eine goldene Brücke, denn er hat, also man muss ja dann als neue Regierung auch die Regierung ernennen, die Kanzler ernennen und auch eine Ansprache halten, was man denn jetzt hier erreichen möchte. Und so kommt es am 28. Juni 1920 zur Ansprache von Fehrenbach. Und da stellt er sein Kabinett vor. Und hier ist auch was abgedruckt, ein Teil der Rede, die würde ich gerne mal vorlesen. Alle unsere Beziehungen zum Ausland stehen unter dem Zeichen des Friedensvertrags von Versailles, der gerade heute vor einem Jahr von uns unterzeichnet wurde. Und der über unserem Vaterlande wie eine dunkle Wolke hängt. Die Lasten, die er dem deutschen Volke auferlegt, sind unerhört groß und in ihrer vollen Schwere kaum zu tragen. Nachdem aber Deutschland den Vertrag angenommen hat, kann es für die Reichsregierung, solange sie die bisher feindlichen Staaten nicht zu Änderungen verstehen,
keine anderen Richtlinien in der inneren wie der äußeren Politik geben, als die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, soweit das überhaupt möglich ist. Das heißt, was er hier sagt, vor einem Jahr sind die Friedensverträge unterzeichnet worden, daran muss man sich auch erstmal halten. Wenn wir uns zurückerinnern, der Vertrag ist am 10. Januar in Kraft getreten, 1920. Und das muss man jetzt erstmal auch erfüllen, bis man Nachverhandlungen erreichen kann. Und das ist das große Ziel von Fehrenbach und seiner Regierung, denn sie wollen in den kommenden Verhandlungen eine Revision erzielen, dass der Versailler Friedensvertrag noch einmal neu verhandelt wird. Das ist das große Ziel, was er hier damit nennt. Das klingt so vernünftig, rationalistisch und sinnvoll. Ich befürchte nur Schlimmes. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man in der Politik mit dem Ansatz nicht weit kommt und dass eben die Wähler das auch nicht danken werden, diese Ehrlichkeit. Ja. Weil das ist ja, das sagt ja einen Teil der Bitterkeit und Tränen voraus. Das kommt zwar so oder so, nur sieht man ja auch heute, es ist halt die Frage, ob er mit der Botschaft viele Stimmen bekommt, und auch wenn sie noch so richtig ist und es noch so sinnvoll ist in einer perfekten Welt, dass die richtige Vorgehensweise ist. Ja, und dazu kommen wir auch gleich. Vorher möchte ich nochmal diesen einen Satz nochmal vorlesen aus dieser Rede. Nachdem aber Deutschland den Vertrag angenommen hat, kann es für die Reichsregierung, solange sich die bisher feindlichen Staaten nicht zur Änderung verstehen, keine anderen Richtlinien und so weiter und so weiter. Er spricht hier ausdrücklich von bisher feindlichen Staaten in einer Ansprache zur Regierungsbildung. Das finde ich auch schon gewagt. Ist sehr, sehr wahr. Ich meine, in dem damaligen politischen Umfeld, so kurz nach dem Krieg, in dem Geiste, wie der Versailler Friedensvertrag beschlossen wurde und auch den Millionen Tote und der Tod, der Leier, der Trauer und den Tod, die das Trauma im Volk ausgelöst hat. Ich finde jedes Wort davon richtig und das ist die richtige Vorgehensweise. Ich glaube nicht, dass das politisch geschickt war, weil die Welt leider nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Ja, denn damals vor 100 Jahren war es so, wer am lautesten schreit, wird auch gehört. Und der Fehrenbach... Das ist heute ja ganz anders. Ja, aber damals vor allem. Also wir haben ja in 100 Jahren sehr viel dazugelernt. Heute sind ja nur Koryphäen im Amt, ja. die echt was rausgelernt haben. Ja. Menschen lernen aus Geschichte nicht, haben wir ja gesagt. Ja. Das lehrt uns die Geschichte. Ja, und nun haben wir jetzt schon öfter mal geredet von einem Ort, der sich Spar nennt. Da bin ich übrigens mal durchgewandert. Ja, das liegt in Belgien. Genau, das ist, ich hatte, schrei Stopp, wenn ich zu viel erzähle. Also ich hatte mal eine ganz schlaue Idee, und zwar zu zweit. Das war schon eine ganze Weile her. Da waren wir auch um einiges jünger. Mit einem so Fuß von Maastricht über die Ardennen sozusagen nach Luxemburg zu laufen. Und der ganze Plan hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil allein die Ardennen sind, also ich weiß noch, um die Hügel, also wir sind auch durch Spar gelaufen und bei Spar haben wir auch gegeben, weil das ist so übel, durch diese Berge da zu laufen, das ist so unzugänglich und man verliert so viel Zeit. Das ist der Wahnsinn. Das ist die, nach meiner Meinung nach, jetzt werde ich mit Teebeutel beworfen, die hässlichste Gegend überhaupt. Also Lüttich ist pottenhässlich, total zubetoniert und die ganze Gegend ist total ungepflegt. Also da, als wir da waren, das war vor 11 Jahren, also vielleicht ist es jetzt besser, war alles voller Müllberge und da fuhr dann ein Müllfahrzeug rum und hat dann die drei blauen in die riesen Müllberge Decke rausgefischt und die Rest einfach stehen gelassen und im Wald, weiß ich noch, waren überall Kloschüsseln und Dreck und so. Das war sehr, sehr merkwürdig. So viel meine Erfahrung. Spar an sich ist sehr, sehr schön. So ein Kurort, der Ort ist schön. Okay, naja, zumindest hattet ihr im Wald immer eine Toilette in der Nähe. Da haben wir aufgegeben, sind dann mit dem Zug nach Luxemburg gefahren. Das war dann, sind aber von Maastricht bis dahin gekommen. Ja. Damals. Das so, ist auch so wie mein Beitrag zum Spar. Also ich kenne die Geografie ein bisschen und ist ganz nett, sehr, sehr klein. Viel kleiner als man denkt. Ja, ja, und dort gab es neue Verhandlungen, denn ganz kurios war ja, dass der Versailler Friedensvertrag zwar im Januar in Kraft getreten ist, aber es waren noch sehr viele Dinge ungeklärt.
Denn wie hoch denn letztendlich die eigentlichen Reparationen sein sollten, wie viele Kohlelieferungen zum Beispiel das im Jahr geben sollte an die Alliierten und auch wie denn jetzt zu welchen Zeiten das Heer, das Militär abgebaut werden sollte und auf wie viel Personen, also auf wie viel Mannstärke sollte es abgebaut werden. Das war alles nicht richtig geklärt. Und auch wie schnell. Und auch wie schnell. Und das sollte jetzt mal nachgehandelt, verhandelt werden. Verhandelt, ich stelle mir das super vor. Also da hat ja natürlich auch der neue Kanzler den besten Job überhaupt erwischt. Das jetzt auszuhandeln, auf Augenhöhe mit den Alliierten, eine sehr gute Verhandlungsposition, großartig. Das ist auf jeden Fall, da weiß man schon, da kann man nur gewinnen, egal wie es ausgeht. Ich bin der Held des Tages und die Leute werden Blumen über mich regnen lassen. Ja. Also ich finde, das ist so einer der blödesten Jobs, die man haben kann, ehrlich gesagt, da zu verhandeln. Also ich finde, davor kommt nur noch in einem Eisenbahnwaggon den Waffenstillstand zu unterschreiben. Die Kapitulation unterschreiben. Aber gut, das sind Dinge, die müssen gemacht werden. Ja, da ist man immer der Leiter. Das Gute ist, den Leuten wurde es auch wirklich nicht gedankt, die das gemacht haben. Ja, die wurden teilweise auch verfolgt und ermordet dafür. Ja, das ist dann Erzberger, eine andere Geschichte. Erzberger. Ja. Mal zur zeitlichen Reihenfolge. Also wir haben am 6.6.1920 die Wahlen. Am 28. Juni haben wir da die Ansprache von Fehrenbach. Und am 5.7., also noch nicht mal einen Monat nach den Wahlen, sind diese Verhandlungen in Spar. Also er hat auch nicht so viel Zeit, jetzt sich zu informieren und zu belesen über seine aktuelle Regierung, die er über das Land, was er jetzt zu führen hat. Natürlich hat er als Politiker auch schon Vorerfahrung, aber ich denke, es ist immer noch was anderes, wenn man dann auch in der Regierung sitzt. Da hat man ja ganz andere Möglichkeiten, nochmal sich zu informieren. Jedenfalls, die Verhandlungen in Spar zeichnen sich jetzt durch ein Novum aus, denn kannst du dich noch daran erinnern, Luis, wie viel Mitspracherecht jetzt den Deutschen bei den Friedensverhandlungen von Versailles gegeben wurde? Ja, sie konnten es annehmen oder es nicht annehmen, dann wäre ein Einmarsch erfolgt. Genau. So. Also gar keine. Genau. Und diesmal dürfen sie wohl offiziell als Gleichberechtigte mit am Tisch sitzen. Ja, genau. Genau. Ja. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja. Die Franzosen waren wohl deutlich dagegen, die Briten haben sich allerdings durchgesetzt. Mhm. Aber es stellt sich schnell raus, dass sie nicht so wirklich mitverhandeln können. Wer hätte das gedacht? Ja. Und Fehrenbach möchte jetzt also, ich wiederhole nochmal, erreichen, dass man über die Höhe der Reparationszahlungen spricht, dass man vor allem darüber spricht, wie viel Millionen Tonnen Kohle jetzt immer in die zu den Alliierten geschifft werden soll. Und sein Ziel ist es, dass das Heer nicht wie vorgegeben ursprünglich auf 100.000 Mann verkleinert wird, sondern auf 200.000 Mann. Das zieht sich auch alles durch Harry Krafts Kessler Einträge. Und leider ist es jetzt so, dass jedes Mal, wenn sie Protest oder Einspruch äußern gegen die Forderungen der Alliierten, dass dann die Alliierten auf ein altbekanntes Mittel zurückgreifen, und das ist schon erwähnt, sie drohen mit Einmarsch. Genau, das ist natürlich super. Das ist also quasi, wir überlegen jetzt, welche Möbel aus deiner Wohnung mir gehören. Und wenn du da nicht einverstanden bist mit meinen sogenannten Vorschlägen, die du mit Augenhöhe mit mir verhandeln kannst, dann trete ich die Tür ein und nimm's mir halt. So, und jetzt lass mal verhandeln. Es gibt Kaffee. So stelle ich mir das ungefähr vor. Genau, so ungefähr. Also die Deutschen haben immer gesagt, ja, also wir sind aber, wir drohen mit einmal. Na, ist ja okay. So stelle ich mir das mal vor. Ja, so ähnlich. So ähnlich waren auch die Verhandlungen zwischen Margaret Thatcher und der chinesischen kommunistischen Partei über Hongkong. War auch so, ja, also ne, Einmarsch. Ja. So, und der Fehrenbach, der kam sogar mit relativ viel Know-how aus seinem Land. Er hat zum Beispiel, um zu besprechen, wie viele Millionen Tonnen Kohle denn abgeführt werden sollen, hat er tatsächlich die Gewerkschafter der Bergarbeiter mitgebracht. Aber das ist ungeschickt.
Das ist sehr ungeschickt, weil als würde Fakten da irgendwas besser machen. Es macht nur, also warum nimmt er den mit? Denn jemand von der Gewerkschaft, der wird vor allem eines probieren zu vertreten, und das sind die Rechte der Arbeiter. Die werden aber im Gegensatz stehen zu den möglichen Kohlelieferungen. Ja, und jetzt natürlich die Frage, da sitzen ja, also Das zeigt, ja, aber das macht das. Ich finde, das ist ein kluger Schachzug von Fehrenbach, denn indem er jetzt eine Gewerkschaft damit nimmt, also ich sage jetzt mal einen von den Arbeitern, obwohl das jetzt nicht wirklich ein Arbeiter ist, aber jemand, der sie vertritt, zeigt er ja der deutschen, dem deutschen Volk, liebe Leute, hier sind vertreten, hier sind nicht nur welche jetzt die Politiker den ganzen Tag das machen, sondern hier sind auch wirklich Gewerkschafter von euch, die hier mit verhandeln und die eure Probleme kennen und die für eure, also eure Probleme werden ja auch tatsächlich mit nach Spar getragen. Ach gut, innenpolitisch ist das schlau, es ändert nichts am Ergebnis. Nee, es ändert nichts am Ergebnis, es zeigt nur, wir haben ja alles probiert, um euch zu vertreten. Ja gut, innenpolitisch ist das schlau, um sozusagen die Arbeiterschaft dann zur Mitwirkung zu bewegen. Ich hätte auch so ein paar heiße Thesen, was ich persönlich gemacht hätte, hätte ich diesen furchtbaren Job bekommen, da einen Spar zu verhandeln. Ja, du hättest mit Teebeuteln um dich geworfen. Nee. Sondern? Ich hätte halt gesagt, Leute, dieser Staat, diese Gesellschaft, sie ist am Kollabieren. Ich weiß, vom Prinzip euch ist euch das egal, aber ihr seid sehr, sehr wohlhabende Kapitalisten mit mehreren Häusern, Bediensteten und einem sehr, sehr guten Leben. Der Kommunismus ist am Wachsen, es gibt einen schweren Bürgerkrieg, es sieht so aus, als würden die Kommunisten Russland gewinnen. In Deutschland hatten wir schon einen Putsch von rechts, wir hatten den Putsch von links, wir hatten die Räterepubliken, die wir gerade so mit den Freikorps niedergeschlagen haben, wie man das halt so macht, als Abkapitalist blutig alles niedertreten, was Kommunist ist. Und jetzt ist halt das Problem, wenn ihr uns zu sehr unsere Wirtschaft kaputt macht, dann kann ich nicht garantieren, dass die Linken hier die Macht übernehmen und ein kommunistisches deutsches Reich gründen, im Herzen von Europas. Und das könnte auch für eure ganzen Ländereien und Besitztümer und Aktien, die ihr so habt weltweit und euren Kolonialismus und Imperialismus, der euch die ganze Welt ausbeuten lässt, ein Problem darstellen, weil so eine Neuordnung, da verliert ihr, weil ihr habt ja schon alles. Also das wäre so meine, so würde ich versuchen, in kapitalistischen, menschenverachtenden Sinne, wenn ich diesen furchtbaren Job hätte, rein theoretisch, würde den niemals annehmen. Und ehrlich gesagt, das, was ich sage, ist genau Teil des Problems, meiner persönlichen Meinung nach. Also ich möchte das auch nicht als gute Taktik sagen, aber so müsste man meiner Meinung nach argumentieren. Ja, ich sehe da ein Problem, denn du gehst davon aus, dass die Alliierten nicht glauben, sie würden der Problem, also wenn das wirklich passieren würde, dass die Alliierten nicht glauben, damit fertig zu werden. Denn hier wird auch zum Beispiel gesagt, im Text steht hier, wir haben ja auch hier das Chronikbuch, da gibt es auch einen Artikel drüber und so weiter, sehr ausführlich, dass über die Kohlenlieferungen auch argumentiert wurde, man könne das nicht halten, jetzt auf dem Niveau, vor allem, weil es jetzt auch einen Aufstand gab, einen Ruhraufstand, den mussten wir erstmal, ihr erinnert euch, liebe Franzosen, wir haben euch sogar gebeten, dass wir kurz mit Militär in das Ruhrgebiet rein dürfen, das habt ihr erst verweigert. Wir mussten dafür Ordnung sorgen, wir können jetzt nicht diese Lieferung machen. Dann haben die Franzosen gesagt, das ist uns egal, dass ihr lügt. Stimmt, da ist die Einsicht einfach nicht vorhanden. Ja, und ich glaube, wenn man jedes Mal, okay, wobei, also ich habe jetzt hier auch, ich übertreibe jetzt ja auch, ne? Also ich weiß nicht, ob es jedes Mal war, aber wenn es sehr, sehr häufig dieses Argument kommt, wenn ihr das nicht macht, dann marschieren wir ein. Dann habe ich die Vermutung, dass man einen Grund gesucht hat, um einmarschieren zu dürfen. Ja, und ich meine, die haben ja auch das Problem, dass ihre Länder ausgeblutet sind, die Alliierten, außer die USA. Und die müssen ja irgendwie diesen furchtbaren Krieg, der so Millionen Opfer gefordert hat, rechtfertigen mit Erfolgen sozusagen. Ansonsten könnten die Arbeiter ja auch für die kommen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Also für wen kämpfen wir eigentlich? Ist das eigentlich alles so gerecht, wie das Wirtschaftssystem so vonstatten geht? Und das ist natürlich dann, die hatten wahrscheinlich nicht diese Einsicht, dass das irgendwie alles zusammenhängt. Das hatten die noch nicht, glaube ich. Das war die Frage. Kommunismus war ja auch noch was Neues, also damit haben sie noch nicht so richtig umgehen können. Und das war ja noch, ich glaube, das war auch noch so fern im Osten wahrscheinlich. Ja, das stimmt, ja.
Ja, und die richtig, also die letztendliche Höhe und der Reparation und so weiter, darauf konnte man sich noch nicht einigen, aber zumindest auch ein Verteilerschlüssel, den möchte ich hier mal vorlesen. Wir haben ja die Zeit. Frankreich sollte 52% bekommen, also über die Hälfte auf jeden Fall. Großbritannien ganze 22%, fast ein Viertel. Italien 10%, Belgien 8%, der Rest 8% dann jeweils teilen sich da auf die übrigen Siegermächte auf, also sowas wie Costa Rica und so weiter. Griechenland. Griechenland, genau. Interessant, dass Belgien 8% erhält, finde ich, weil wir haben ja mittlerweile vor 6 Jahren, als wir den Podcast gegründet haben, da war ja Belgien eigentlich das erste besetzte Land. Und die haben auch sehr gelitten. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und die bekommen dann 8%. Na gut, kann man machen. Naja, die haben den Krieg ja auch nicht gewonnen, im Endeffekt, ne? Ja, ja. Also, ne, also die Verhandlungsposition war sicherlich auch nicht die stärkste. Das meine ich damit. Ja, wahrscheinlich. Also ich denke ja, dass Frankreich und Großbritannien sowie die USA hier mit am meisten verhandeln konnten. Ist halt auch geschickt zu dem Thema übrigens, das in Belgien zu machen, ne? Das ist auch ein gutes Signal, weil da haben die ja auch am meisten, also haben die ja ganz groben Unfug getrieben, die Deutschen. Oh ja. Ne? Worüber sich bis jetzt dann doch geeinigt werden konnte, war und zwar das Militär, die Heeresstärke. Es wurde sich darauf geeinigt, bis zum 1.10., also bis Oktober. Wie gesagt, Sparverhandlungen waren im Juli und im Oktober. Steffen, die Sparverhandlung. Nicht die Sparverhandlung, sondern die Sparverhandlung. Ja. Und zwar bis zum 1.10. sollte das Heer verkleinert werden auf 150.000 Mann. Also die 200.000 wurden nicht akzeptiert. Und dann zum Januar 1921, also zum neuen Jahr hin, sollte es dann die 100.000 Mann erreichen. Es sollten auch alle Personen entwaffnet werden und die allgemeine Wehrpflicht sollte aufgehoben werden. Das hat dann Fehrenbach auch tatsächlich sofort probiert zu erreichen. Ich glaube, schon im August wurden dann Waffen von Privatpersonen eingesammelt. Die Kohlenlieferungen, darauf wurde sich erstmal geeinigt, auf monatlich 2 Millionen Tonnen Kohlen, also 24 Millionen Tonnen Kohlen pro Jahr. Von den Gewerkschaftern wurde allerdings eingeschätzt, dass eine realistische Größe bei 1,4 Millionen Tonnen pro Monat liegt. Also nochmal, also die 600, realistisch war aber 1,4 Millionen Tonnen im Monat und gefordert wurden dann aber 2 Millionen Tonnen. Das heißt 600.000 Tonnen Kohlen darüber, also das Maß lag 600.000 Tonnen darüber. Ja, ich nehme es auch nochmal zurück, das war doch sehr geschickt, die mitzunehmen, um halt die an Bord zu holen. Also nach innen halt wenigstens das erzählen. Ja. Guckt mal, sie lachen unseren Arbeitern ins Gesicht und beschließen mehr, als sie sagen, dass sie tragen können. Jetzt könnt ihr nun wirklich uns nicht dafür verantwortlich machen. Wir tun das Beste, was wir können, um den Schaden abzuwehren. Ja. Das ist schon geschickt dann doch in irgendeiner Form. Und so kommt es jetzt dann, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, eigentlich auf die nächste Folge müsste das Thema vom Datum her sein. Wir nehmen es jetzt trotzdem mit rein, weil es in sich gut geschlossen ist. Ende Juli berichtet dann Fehrenbach von den Verhandlungen in Spa, berichtet davon, dass sie angeblich unfair waren, womit er wahrscheinlich auch recht hatte, dass die Nichterfüllung des Friedensvertrags zum Einmarsch der Alliierten im Ruhrgebiet sorgen könnten. Und die Konsequenz kann nur sein, dass die Regierung jetzt alles daran setzt, diesen Vertrag zu erfüllen. Man spricht dann auch von der Erfüllungspolitik. Also Harry Krack-Kessler schreibt auch, man erwartet, also am 14. Juli Lage in Spa äußerst gespannt über die Kohlenfrage. Man erwartet Abbruch und Besetzung des Ruhrgebiets. Ja. Und Fehrenbach sagt, man sollte jetzt möglichst viele Bedingungen erfüllen und den Alliierten zeigen, dass sie alles daran setzen, die Bedingungen erfüllen und sie aber nicht erfüllen können. Und das Ziel sei dann, dadurch eine Revision des Vertrages zu erreichen. Ich weiß nicht. Wenn du einen Erpresser hast, ob quasi das der ehrliche Ansatz, seine unmöglichen Forderungen, also angenommen, sie sind unmöglich. Ich kann es halt nicht beurteilen, ob die jetzt unmöglich waren. Und man kann halt auch, wie gesagt, die Deutschen sind halt in Belgien, also teilweise kann man, also
Die Deutschen hätten es genauso gemacht, hätten sie den Krieg gewonnen. Das darf man immer nicht vergessen. Das sind keine unbeteiligten Opfer. Das so. Haben wir auch gesehen, dass sie es so machen. Ne? Mit den Russen, mit dem Brien von Brasitas, haben sie genau das Gleiche sozusagen mit denen. Und jedenfalls, mein Bauchgefühl sagt mir, dass man ein Spiel, was man nicht gewinnen kann, besser nicht spielt. Ja, ich glaube, diese Erfüllungspolitik und diese Taktik ist eher, dass man Zeitspiel probiert und hofft, dass sich irgendeiner der vielen Gegner irgendwann doch zu einem Verbündeten überreden lässt und dass der dann tatsächlich irgendeine Änderung oder eine Abmilderung oder vielleicht sogar eine Revision erreicht, indem man vielleicht mit Großbritannien oder so nochmal einen Verbündeten findet. Ich meine, Großbritannien hat ja auch dafür gesorgt, dass die Deutschen mit am Tisch sitzen dürfen. Ich denke, das war so mit der Hintergedanke, dass man öffentlich zeigt, wir probieren hier alles, aber es ist halt unerfüllbar und was sollen wir noch anderes machen? Das stimmt und die Lage, also die Optionen sind alle mies. Ne? Du hast ja ein Volk, was hungert, wo die Kinder in die Schweiz geschickt werden, da müsste man was zu essen haben. Das hatten wir bei Heikraft Kessler. Und da ist natürlich auch jede Woche und jede Erleichterung ein Sieg. Ja. Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es auf diese Art und Weise oder die Franzosen kommen ins Ruhrgebiet. Das ist und noch viel weiter. Ja, und noch viel weiter. Stimmt. Das stimmt. Dann gibt es ja noch viel mehr Chaos und Totschlag und vielleicht noch mehr Gegenrevolution. Also das ist, da gibt es wirklich, ja, auch und mit den Kapputschen, ne, nimmt man die Freikorps, die eigentlich dir, also nimmt man quasi dann, wenn die Roten, die Linken rebellieren, nimmt man die Truppen, die eigentlich auch nicht republikfreundlich sind, um die Linken niederzuschlagen und dann sozusagen die aufzubauen oder lässt man es. Alles schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig. Und das war jetzt am 26.07. Und das, also Fehrenbach berichtet erstmal im Reichstag von den Unruhen und von den Bedingungen. Es kommt dann zu Unruhen im Reichstag, denn warum macht er das? Es muss überhaupt erst noch abgestimmt werden im Reichstag, ob das unterzeichnet werden soll. Und jetzt kommt halt das Problem mit der Minderheitenregierung. Denn Fehrenbach muss jetzt darüber abstimmen lassen, ob das unterzeichnet werden soll. Und der hat aber seine Regierung nicht in der Mehrheit. Das heißt, er braucht jetzt wirklich die Unterstützung. Zwei Tage später wird abgestimmt von der MSPD. Und die stimmen auch tatsächlich. Für mich, also meines USPD oder MSPD, Mehrheitssozialistenpartei. Ah, okay, MSPD, okay, ja. MSPD. Hm? Mit der MSPD wird er nämlich dann auch Erfolg haben und die Mehrheit für die Unterzeichnung des Vertrages haben. Und die Sozialdemokraten haben wieder für eine unpopuläre Entscheidung gestimmt. Ja, es ist halt so. Aber ich muss auch sagen, ich hätte an deren Stelle aufgemacht, so weil ich hätte nicht die Verantwortung übernommen, das zu kippen. Ja, ich glaube, dass dann die Alliierten einmarschiert wären. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, also ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung. Ja, das ist immer schwierig, aber ja, aber man sieht, wie unfassbar schwer das war und da hat auch ein Hut ab an die Regierung, die sich wählen lassen hat. Das sind schwere Aufgaben. Tja. Manche andere rennen dann weg und die haben sich dieser auch Gefahr gestellt. Denn es war, wir haben ja gesehen, es gibt Putsch von links und Putsch von rechts und kommen wir nochmal auf den Putsch von rechts, vielleicht als Überleitung. Hm. Ja. Der war im März 1920 jetzt, also zur Erinnerung. Und als dieser Putsch von rechts kam, da war ja Militär mit beteiligt, hat man die Strategie gehabt, dass man einfach per Generalstreik in der Bevölkerung das Militär zur Aufgabe zwingt. Dass das Militär einfach nicht mit dem Putsch erfolgreich ist, indem sich die Bevölkerung einfach nicht auf deren Seite stellt und einfach streikt. Und kurz danach kam es zu den Ruhrunruhen, die nicht nur im Ruhrgebiet waren, sondern in weiten Teilen des Deutschen Reiches, auch in Thüringen vor allem. Das waren sozusagen dann, das war dann der Aufstand von links, der probiert hat, hier Ziele zu erreichen, auch mit Waffengewalt. Und interessanterweise hat sich die Regierung entschlossen, damals diese
diese Unruhen auch mit Waffengewalt und nicht mit einem Streik niederzumetzeln, kann man sagen. Wir hatten berichtet, dass... Na, die Arbeiter, die sind ja schon bewaffnet. Ne? Die kann man ja dann auch schlecht beim Streik als Waffe gegen den Aufstand verwenden, wenn die selber im Aufstand sind. Ja, muss man mal sagen. Ja, und wir hatten schon erzählt, es war sehr brutal, wie man gegen die Arbeiter denn vorgegangen ist. Und sehr brutal, ja. Harry Kessler hat auch nochmal eine Szene dazu, wo er halt einen trifft, der erzählt, dass die Leute halt einfach niedergeschossen wurden. Ja. Wir haben ja einen Fall in Thüringen, von dem berichtet wird, da wurden sogenannte Studentenkompanien eingesetzt. Das waren also Kompanien mit Studenten, wie der Name schon sagt. Und da sollten zum Beispiel jetzt in Thüringen aus Marburg welche aushelfen. Und da wurden 60 Mann losgeschickt, um 15 Arbeiter festzunehmen und nach Gotha zu bringen, wo sie dann vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten. Interessanterweise kamen alle 15 Personen auf dem Weg nach Gotha ums Leben. Angeblich wurden sie auf der Flucht getötet, so sagt diese Kompanie aus. Im Widerspruch dazu stehen, dass Leichen verstümmelt aufgefunden wurden und auch sehr viele Zeugenaussagen, die von Misshandlungen durch die Kompanie sprechen. Also Harry Krakessler trifft einen Lehrer und der erzählt, dass 3 von seinen Schülern als Rotgardisten erschossen worden seien. Also Eintrag vom 16. Juli, Zitat, die jungen Leute wurden von der Reichswehr an die Wand gestellt und es sollen 2000 Leute erschossen worden sein. Ja. Und zu diesem Fall, von dem ich jetzt berichtet habe, wurden dann tatsächlich 14 Studenten der Kompanie vors Gericht gestellt. Es waren 4 Jurastudenten, 9 Medizinstudenten, 1 Philologe. Und am 19.06. vor 100 Jahren wurden diese 14 Studenten alle freigesprochen. Auch eine spätere Berufung hat ebenfalls auf Freispruch plädiert. Die Bevölkerung hat sich dazu stark die Münder zerrissen. Auch es gab wohl auch Zeitungsberichte, wo drin stand, dass der Staatsanwalt sich da wohl eher entschuldigt hätte für diese Anklage, anstatt die 14 Studenten da wirklich mal in die Mangel zu nehmen. Da kriegt man das Kotzen. Ja. Also da ist noch große Ungerechtigkeit und in diesem Rechtsstaat. Es ist noch eine sehr junge Demokratie und ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, wie es sein kann, dass wenn diese 15 Leichen verstümmelt vorgefunden werden mit so vielen Zeugenaussagen, wie da wirklich niemand verurteilt wird. Ja. Hier auch noch, also das wird auch von Harry Kessler auch wieder bestätigt, das ist gerade ein ganz großes Problem der Jungen Republik. Zitat Harry Kessler, Eintrag 25. Mai 1920 aus Hamburg. Man erfährt, dass in den Pfingsttagen der Pazifist Rasche von Reichswehrsoldaten aus seinem Gute ermordet worden ist. Natürlich auf der Flucht. Und natürlich wird der Fall wieder vom zuständigen Militärgericht untersucht. Die Sicherheit für politisch Missliebige ist gegenwärtig in Deutschland geringer als in den verrufensten südamerikanischen Republiken oder im Rom der Borgia. Das und die ökonomische Misere hindern nicht das glänzende äußere Lebensbild, die scheinbar fortgesetzt wachsende Menge von Kriegsgewinnern und soliden Reichen, für die kein Preis so hoch, kein Genuss so verschwenderisch ist. Wurzelfäule ist es, die den so üppig blühenden Baum benagt. In seinen Laub und Blütenwerk ist noch nichts zu merken. Wahrscheinlich wird er aber eines Tages plötzlich umstürzen. Schon spricht man von einem baldigen neuen Rechtsputsch. Das könnte den Sturz sehr beschleunigen. Das sagt Harry Kessler dazu. Gut. Ich würde sagen, Luis, wo wir doch gerade dabei sind, das passt thematisch so gut. Wollen wir einfach mal mit Harry Kessler weitermachen? Das können wir gerne tun. Also der sieht das auch so und der sagt halt auch, dass dieses, also dass das sehr, sehr schadhaft ist und dass das halt zu einem Rechtsputsch führen könnte. Ja, also Harry Kessler ist der schönste Elch der Elchherze. Er hat sehr, sehr lange Wimpern. Er ist Teil der Herde, aber doch schon mit einem gesunden Abstand zu allen anderen.
Er hat so ein hohes Haupt, mit dem er über allen hinweg guckt. Man könnte auch sagen, er guckt herab auf alle anderen. Auch das ist wahr. Das ist unser Harry Graf Kessler, ein Kosmopolit. Er spricht viele Sprachen, er hat Geld, er hat die Kontakte und er weiß das alles auch. Ja, und du hast eines der Tagebücher von ihm und wir lesen aus der Zeit seine Tagebücher, Tagebucheinträge aus der Zeit vor 100 Jahren vor. Genau, also wir hatten ja die Periode zur letzten Episode dieses Podcasts sind genau 8 Wochen, also von Mitte Mai bis Mitte Juli. Und in diesen 8 Wochen war der Herr Harry Graf Kessler sehr, sehr untriebig. Und ich erzähle euch jetzt einfach das Leben nach, was er halt gelebt hat. Also er hat sehr, sehr viel gemacht. Also er war Mitte Mai im Rheinland in Düsseldorf und er hat eine Vortragsreihe gehalten über den Völkerbund vor Arbeitern. Und der also einfach nur mal so grob, wo er überall war in diesen 8 Wochen. Er war in Düsseldorf, ist dann von Düsseldorf nach Hamburg. Von Hamburg ist er dann nach Weimar. Von Weimar ist er nach Berlin. Von Berlin ist er nach Weimar, von Weimar wieder nach Berlin, von Berlin dann nach Leipzig, von Leipzig nach Weimar, von Weimar nach Magdeburg, von Magdeburg nach Berlin wieder. Dann war er wieder in Berlin ein paar Tage und dann war er sozusagen, ist er von Berlin wieder nach Weimar gefahren. Er hatte nämlich gerade so eine Steuererklärung gemacht und ein Steuerberater sitzt in Weimar. Und dann ist er von Weimar wieder nach Berlin. Und dann war er wieder ein paar Tage in Berlin, sind auch 8 Wochen, um dann nach Montreux abzureisen. Und da war er dann in Montreux sozusagen im Urlaub. Im Juli. Achso, im Juli. Und das sind auch einige Seiten. Also man muss sagen, das sind 40 Seiten Tagebuch in diesen 8 Wochen, die ich hier habe in meiner ungekürzten Ausgabe für den letzten 8 Wochen. Ne? Also es sind irgendwie 9 Bände und jedes ist so ein 1000-Seiten-Klopper. Und richtig. Und deswegen muss ich hier auch arg kürzen. Und der Steffen bittet dich auch, dich zu beschweren, wenn das zu extensiv wird, was ich hier berichte. Ja, der Wunder-Podcast ist ja immer in Exzessen und du darfst jetzt anfangen. Jetzt fange ich an. Ja. Und zwar 16. Mai an Duisburg. Und zwar hält seine Vortragsreihe über den Völkerbund und trifft halt diesen Lehrer, von dem ich berichtet habe, der von seinen erschossenen Schülern spricht. Er berichtet immer, dass er seine Vorträge vor den Arbeitern immer starken Beifall bekommen, aber immer, ne, Harry Graf Kessler schreibt über sich selber. Ne? Und natürlich, also er hat noch nie geschrieben, dass ein Vortrag keinen Beifall bekommen hat von ihm. Ich würde nichts anderes von Harry Graf Kessler erwarten. Ja, er hat schon ein gesundes Selbstvertrauen, um es mal so zu sagen. Ja. Was aber interessant ist, er schreibt immer, dass die Arbeiter wenig Rückfragen haben. Zitat, die Sache scheint zu neu, den Arbeitern zu ungewohnt, sie wissen nicht, wie sie fragen oder anzweifeln sollen. Ja, ja, mich würde mal interessieren, ob das da wirklich Arbeiter sind, von denen er da, also das müssen ja auch, also ein Arbeiter wird er jetzt nicht studiert haben. Und ich weiß auch nicht, ob das so die Art von Arbeiter ist, die mit 7 Jahren schon Kohle schleppen waren. Die müssen das ja auch erstmal lernen. Vor allen Dingen, worüber redet er? Also er redet halt, er hat natürlich in sein Tagebuch einen Zeitungsbericht über sich selber beigefügt, ne, wo die Forstische Zeitung über ihn selber schreibt. Der Herr ist halt eitel, ne, ist ja klar. Jetzt fasse ich zusammen, worüber es in seinen Vorträgen ging. Also ich kann auch verstehen, dass man da vielleicht, gerade wenn man Metallarbeiter ist, also er redet von Metallarbeitern oder von Arbeitern in Siemenswerken, also oder kennt das generell, man schwierig ist, da Rückfragen zu stellen. Also nämlich, er hat schon ein paar steile Thesen. Also er redet über den Völkerbund und sagt, der Völkerbund der Entente ist schlimmer als eine Karikatur. Es ist ein Monstrum, das den eigentlichen Zielen eines völkerversöhnenden Einrichtungen geradewegs entgegenläuft. Richter, Zitat, sind die 5 Entente-Staaten, die damit in eigener Sache Recht sprechen und das, was jeder Gerechtigkeit Hohn spricht. Und dann zerlegt er jeden einzelnen Artikel des Völkerbundes, warum der aus seiner Sicht sozusagen nicht für Frieden sorgt. Mhm.
Und er hat natürlich, also Harikar Kessler hat natürlich auch eine eigene Vision, wie man den Weltfrieden sichern kann. Also Harikar Kessler hat sozusagen das Weltfriedenproblem gelöst, Steffen. Halte dich fest und ich fasse das jetzt zusammen. Da warten wir so lange drauf und da steht also, wirklich die ganze Zeit in dem Buch da drin. Okay. Also alle Hörer, ja, also wie gesagt, Harikar Kessler, der ist sich auch nicht zu schade, ja, sich dem Weltfriedenproblem zu lösen. Und der, wie gesagt, den Völkerbund findet er Käse. Und er sagt halt, so jetzt Zitat, jetzt werde ich versuchen, das gut wie möglich zusammenzufassen, seine Gedanken zum Thema, wie habe ich einen Weltfrieden. Die Grundlage des Völkerbundes muss sein, die Arbeit, seine Träger, die Arbeiter. Was ist im Pariser Völkerbund der Arbeiter? Nix. Was sollte er sein? Alles. Die Berufsgenossen verstehen einander und wenn staatliche Grenzen sie trennen, sie stellen transversale Schichten dar, die über nationale Grenzfragen hinausgehen. Das Gleiche gilt von internationalen Gemeinschaften wie die katholische Kirche und von sozialen wie die Arbeiterinternationale. Diesen transversalen Schichten gegenüber wird der Staat den Verzicht auf seine Souveränität aussprechen müssen, wie er es auch jetzt schon in großem Umfange getan hat, weil die von diesen Schichten ausgehenden Strömungen über sein Fassungsvermögen hinausgehen. Die Weltnot nach dem Weltkriege zwingt schon heute dazu, große gemeinsame internationale Aktionen zu unternehmen und für sie entsprechende Organisationen zu schaffen. Zum Beispiel die Finanzkommission, Kohlenkommission und etc. 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 Also, er sagt, man muss nicht die Staaten verhandeln lassen, sondern halt die transversalen Schichten. Und da identifiziert er zum Beispiel die Kirche oder die Arbeiter, aber auch Konzerne. Und jetzt, und das klingt ja sogar noch irgendwie in auf einer intellektuellen Art und Weise interessant, ne? Aber stell dir mal vor, kein Wunder, dass da keine Rückfragen kommen, nur mal so als Anmerkung. Also, ich meine, das ist schon ein harter Brocken, an dem man ganz schön lutschen muss. Ja, ja, vor allem, das klingt doch so, als ob das so ein ganz komischer Mix ist aus stark linken und auch so stark kapitalistischen Bewegungen, so ein Mischmasch aus beiden. Ja, die Arbeiter, aber auch die Konzerne, die werden an einem Strang ziehen. Ja, pass auf, aber jetzt kommt der Knaller, ja? Vor allem mit dem Wissen von für heute. Okay, und zwar, er sagt jetzt, wie kriegen wir diesen Weltfrieden? Das kommt die Kernaussage. In der Industrie besteht in allen Ländern ein Streben zur Vereinigung, zur Bildung von Trust, von Syndikaten, Kartellen und so weiter. Diese Verbände haben an und für sich das Bestreben, über die Landesgrenzen hinaus sich in Weltverbände auszuwachsen. Wenn dieses Streben bis jetzt noch nicht voll zur Geltung kommen könnte, wenn diese Arbeitsgemeinschaften den blutigen Krieg nicht haben verhindern können, so liegt das an Hemmnissen, die der freien Entwicklung ihrer Kräfte entgegenstehen. Diese Hemmnisse kommen aus dem Imperialismus, aus dem Eingriff des Staates in die Produktion. Diese Hemmnisse gilt es zu beseitigen. Die Arbeit ist etwas Heiliges. In diesem Heiligtum darf der Staat mit seiner plumpen Gewalt nicht eindringen. Die Weltproduktion in kursiver Schrift, nicht nur Blockschrift, muss autonom werden. Hand in Hand mit diesen Streben des Unternehmertums zur Weltvereinigung geht ein anderes Streben auf Demokratisierung der Industrie, sodass die Weltsyndikate in Zukunft getragen sein werden von der gesamten arbeitenden Menschheit und losgelöst vom Imperialismus ganz von selbst die Bausteine für einen Frieden zwischen dem Völkerbund bilden werden. Also Liberalismus ist der Weltfrieden. Also genau, also, ne, also sozusagen die Entfesselung der Märkte. Der Nachtwächterstaat, die Globalisierung und die Bildung von marktbeherrschenden Syndikaten ist die Zukunft, die den Weltfrieden sichert und quasi auch Interesse der Arbeiter ist. Und das ist auch das, was er vor Arbeitern als Vortrag hält, um das Weltfriedenproblem zu lösen. Und er sagt, er kriegt keine Rückfragen. Ja. Wer hätte es gedacht, dass die Lösung so einfach ist? Gib den Konzernen alle Rechte. Ja,
Ja, er ist ja zwischendurch von Düsseldorf nach Hamburg gefahren und er schreibt sehr, sehr viel. Also mit seinen eigenen Vorträgen beschäftigt er sich in seinem eigenen Tagebuch sehr intensiv. Ja, das ist auch sehr überraschend. Was noch ganz spannend ist, Eindruck von Hamburg Ende Mai, Zitat, die Alster belebt von Hunderten von Booten, die Lustfahrten kreuz und quer machen, Segel, Wimpel, tänzende Kanus, bunt bemalt, ein wahres Gewimmel. Tausende von Menschen und ausgehend Plätze suchen, familienweise Eisschokolade und Himbeersaft zu 5 Mark die Portion genießend. Oh, schau mal, kommt schon relativ teuer, hä? Ja, ja, ich sage das extra, weil da kommen noch ein paar mehr Preise. Das ist ganz interessant. Genau, dann fährt er von Hamburg nach Weimar und trifft natürlich tausend Leute, ist auch in Verhandlungen mit dem Wohnungsamt, weil das Wohnungsamt möchte ihn einen weiteren Teil seiner Wohnung nehmen. Ja, das ist ja unerhört. Natürlich, ja, ist unerhört. Ja, er hat ja das Weltfriedensproblem gelöst. Naja. Das würde ich mich auch nicht mit weniger zufrieden geben. Also wirklich. Also, ich meine, hallo, wo kommen wir denn da hin? Ja. Und er setzt sich doch für die Arbeiter an, da können sie ihm doch nicht die Wohnung. Eben. Er bildet doch jetzt die Arbeiter, ja, und zwar in ihrem Interesse, ja? Ja. Die könnten nur ein bisschen mehr Fragen stellen, diese Ungebildeten. Mensch. Ja, ich höre jetzt auch. Er hat natürlich auch, also ich bin jetzt schon 2 Wochen gereist, sind wir schon mit ihm gereist, ist mittlerweile in Berlin angekommen. Hier war nicht bemerkenswert, er hat natürlich ein Frühstück mit Ludwig Stein, der kam halt gerade aus Rom, aus der Sitzung des Völkerbundrates, ne, rein und konnte natürlich berichten, was im Völkerbund besprochen werde. Und sie haben bei Borchardt, das ist ein Restaurant in Berlin, und ein einfaches Frühstück mit einer Flasche Wein war 403 Mark, schreibt er. Mensch, das hätten ja auch die Arbeiter mal sich ihm anschließen können zum Frühstück, zum kleinen Frühstück von 400 Mark. Ja. Wo sind denn da die ganzen Arbeiter, Luis? Ja, eben. Warum sind denn da keine Arbeiter? Na, hier gibt es ja wenigstens Rückfragen. Endlich mal Leute, mit denen man sich mal unterhalten kann. Ja, da, ich werde da erzählt, ja, hier die Weltkartelle sind geflüchtet. Mehr Beifall kriegen. Ja, ich denke auch. Und da kriegt er auch Rückfragen. Ja, wie können wir die Gewerkschaften abschaffen? Okay, hör auf. Also das war jetzt, also Ironie ist auch jetzt, okay, ich mache den Ironiezug. Ich lasse den Ironiezug jetzt wegfahren. Ja. Am 6. Juni, das war ja der Sonntag, da ist er in Berlin und das war der Wahl, der Tag der Reichstagwahlen, über die wir ja vorhin gerade eben berichtet haben. Zitat. Ein einschneidendes Datum für Deutschland. Reichstagwahlen. Die ersten der Deutschen Republik. Die Putschbefürchtungen waren unbegründet. Die Straßen heute sogar ruhiger und menschenleerer als ein gewöhnlicher Sonntag. Vielleicht lag es daran, dass es von Zeit zu Zeit regnete. In meinem Wahllokal war ich um 11 Uhr vormittags der einzige Wähler. Krass. Ja, das war sein Eindruck. Große Gewinne der Unabhängigen und der Deutschen Volkspartei, Katastrophe der Demokraten. Okay, ja, das hattest du ja schon vorhin gesagt. Dann, wie geht's weiter? Kommt noch mal was zu Spar, oder? Ja, das habe ich aber schon berichtet vorhin. Das würde ich überspringen. Ich habe noch so ein paar Beiträge. Ich hoffe, dass, wie gesagt, wir sind jetzt erst 3 Wochen von 8 durch. Ne? Also da ist noch so, aber es sind so viele schöne Stellen. Also ich habe vielleicht 2 Stellen, wo er wieder Zeitgenossen beschreibt, ja, auf seine super Art. Also einmal haben wir Ludwig Stein, das war damals ein bekannter Theologe und Philosoph. Und er berichtet, wie er Ludwig Stein erlebt hat. Stein fuchtete wieder einmal in der Weltgeschichte herum und berichtete dabei in seinen üblichen Mischfarben aus politischer Rührie und persönlicher Eitelkeit. Harry Graf Kessler nennt jemanden eitel. Ja. Gut. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Dabei ist alles, was danach kommt, klingt für mich ziemlich vernünftig. Und der Wieser Ludwig Stein, das war ein bekannter Philosoph damals. Das war jetzt also gut. Dann berichtet er seinen persönlichen Eindruck über Noske. Noske, der Vorname, das ist der erste Reichswehrminister der Weimarer Republik. Der war SPD. Noske, der hieß. Der ist doch aber dann nach dem Gustav, Putsch. Meine ich. Ja, Gustav Noske, genau. Nach dem Putsch musste er doch das Amt räumen, oder? Ja, ja, der war dann schon nicht mehr Reichsminister. Aber das war der erste Reichsminister, genau. Und der wurde. Ähm,
Genau, wegen Begünstigung der Konterrevolution wurde Noske nach dem Kapro zum Rücktritt als Reichsminister gezwungen. Mhm. Und was denkt also Harry Graf Kessler über den ersten Reichswehrminister der Weimarer Republik, Gustav Noske, seines Zeichens SPD-Mitglied? Zitat: Noske ist offenbar ein ganz ehrlicher und eingefleischter Militarist, den die Offiziere mit Hilfe seiner Vorurteile und mit Schlagworten an der Nase herumgeführt haben. Er hat etwas von einem Bären mit einem Nasenring. Sieht übrigens, obwohl stellungslos, recht wohlhabend aus. Fährt erster Klasse, trägt funkelnagelneue gelbe Schuhe und vertilgt unterwegs große Mengen Schinkenbröte und Bier. Wenn nicht so viel unschuldiges Blut an seinen Fingern klebte, wäre er eine etwas komische, fast sympathische Figur. Wo er allerdings in seinem gewaltigen Körper sein soziales Gewissen und sein sozialdemokratisch rotes Herz aufbewahrt, ist sein Geheimnis. Oh. Ja, Noske wurde, glaube ich, auch als der Bluthund bezeichnet, weil er den Spartakusaufstand blutig niederschlagen ließ. Mhm. Aber das ist auch eine schöne, also ja, eine schöne Zusammenfassung. Ich wusste gar nicht, dass der SPDler war, ehrlich gesagt. Ja, das war. Also Noske hat anscheinend auch die Arbeiterschaft so gut verstanden wie Harry Graf Kessler. Aber Harry Graf Kessler, es lohnt sich für mich, also wir haben uns jetzt gerade schon viel über lustig gemacht. Man muss sagen, er hat auch viel Gutes gesagt. Er kann halt viel, er weiß es halt nur, das ist seine Schwäche, aber er kann auch viel. Er hat sich am Donnerstag, das fand ich spannend, berichtet er über ein Gespräch mit einem Unteroffizier der Reichswehr, zwar ein Jäger in Lichterfelde, über den Geist der Truppen. Zitat: Alle Offiziere und bis auf ganz vereinzelte alle Mannschaften reaktionär. Wer anders denkte, werde schief angeguckt. Und ebenso, ja noch ausschließlich reaktionär, sei der Geist in der Sicherheitswehr. Beim Kapp-Putsch hätten sie alle aufgejuchzt. Und als ihr Kommandeur wegen des Putschs verabschiedet werden sollte, sich mit ihm solidarisch erklärt. Wegen ihrer Zuverlässigkeit sei ihr die Wache beim Reichsmarineamt jetzt anvertraut. Zitat Harry Graf Kessler unterstrichen: Die Republik ist gut geschützt. Ausrufezeichen. Okay, Ausrufezeichen. Ich habe daneben Ironie markiert. In den Tagebuch. Ja. Gut. Er hat natürlich dann auch in Berlin mit drei Herren ein Frühstück bei Hiller, ist auch ein Edelrestaurant. Unter anderem einer von den dreien ist Stresemann, bekannter Politiker damals. Mhm. Und für 4 Personen netter Preis 1000 Mark. Einfaches Frühstück. Einfaches Frühstück. Also das ist selbst für Harry Graf Kessler viel Geld, weil sonst würde er sie nicht reinschreiben. Das macht er sonst nicht. Ja. Okay. Naja, wenn man sich in solchen Kreisen begebt, dann muss man auch mal ein bisschen flüssig Nahrung zeigen. Ja, er hat viel über Spar geschrieben, das überspringen wir. Er hat einer der wenigen persönlichen Augenblicke aus seinem Leben, 17. Juni 1920, Sonnabend Berlin, Zitat: Mamas erster Geburtstag unter der Erde. Viel dorthin gedacht. Ja. Ich lese jetzt seit 4 Jahren dieses Tagebuch und ich habe noch nie was über seine Mama gelesen. Also zum ersten Mal. Ja, das ist mir auch neu. Ja. Und damit würde ich jetzt auch diesen Teil beenden. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich habe radikal gekürzt. Es war wieder sehr, sehr interessant, auch lustig, muss ich sagen, zugeben. Wenn auch ein wenig traurig. Ja, das waren die letzten 8 Wochen aus dem Leben von Harry Graf Kessler, dem wohl schönsten Elch, zumindest definitiv in seinem eigenen Tagebuch, der Elche. Ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, Luis, liebe Zeitreisende, ich würde gerne noch mit einer kurzen Sportmeldung, gar nicht lang, kommen, wenn du möchtest. Unbedingt. Und zwar vor 100 Jahren, liebe Zeitreisende, Nürnberg feierte der 1. FC Nürnberg die erste Meisterschaft überhaupt im Verein und auch den ersten Meistertitel seit dem Frieden. Denn
seit 1914, seit Kriegsausbruch meine ich. Denn nach 1914 gab es keine Fußballmeisterschaft mehr. 1920 ging jetzt die erste zu Ende. Und dann haben wir hier noch eine sehr schöne Nachricht. Also wir hatten seit 1914 keine Bundesliga. Keine Meisterschaft. Keine Meisterschaft. Also ja. Es gibt auch längere Perioden ohne Fußball in der deutschen Geschichte. Es gab sie. Und damals gab es auch keine Geisterspiele. Bis auf vielleicht die Toten, die selber spielten in der Geisterwelt. Jedenfalls möchte ich auch noch eine schöne Meldung hier lesen vom DFB vor 100 Jahren, der auch anders dachte als heute. Denn er spricht sich am 13. Juni 1920 aus, und zwar gegen Profispielertum. Also gegen Profispieler, gegen Spieler, die damit Geld verdienen, dass sie Fußball spielen. Und sie sprechen sich auch dagegen aus, offiziell Spieler in Städten auszutragen, in denen es so eine Art Vergnügungssteuer geht. Das kann man mal so im Raum stehen lassen. Der DFB vor 100 Jahren. Wiederhol das bitte nochmal, weil es so schön ist. Der DFB vor 100 Jahren spricht sich dagegen aus, mit Fußball Geld zu verdienen. Das finde ich bemerkenswert. Ja. Einige Dinge verändern sich doch im Laufe von 100 Jahren. So ist es. Ja, Luis, wie sieht's aus? Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bei dieser Reise in der Vergangenheit dabei wart. Bitte kommentiert unsere Folgen. Wir hatten jetzt tatsächlich uns überdurchschnittlich viele Kommentare bekommen, uns auch über jedes einzelne sehr gefreut und freuen uns über weitere Kommentare. Ihr erreicht uns auch auf Twitter. Man kann uns abonnieren auf Spotify. Und wir haben auch das ist leider etwas eingeschlafen, deswegen bitte unbedingt machen, einen Anrufroboter. Da kann man anrufen und uns einen Kommentar per Audiospur geben, indem man einfach nach einem Ton was raufspricht. Und das ist super, weil wenn ihr uns die Erlaubnis erteilt und sagt, das darf gesendet werden, dann senden wir euren Kommentar in der Sendung. So werdet ihr dann sozusagen eingeblendet, wenn ihr das denn möchtet. Wenn ihr das nicht explizit erlaubt, dass wir das machen dürfen, senden wir euch nicht, um das mal klarzustellen. Die Nummer ist die 030 814 55 3 3 9, auch in den Shownotes zur Sendung zu finden. Ich möchte da noch mal dazu sagen, das ist ein Anrufbeantworter. Wir gehen da nicht live an den Hörer. Nein. Das heißt, wir kriegen eine E-Mail, dass jemand da was aufgesprochen hat, dann hören wir uns das an und dann entscheiden wir. Und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, das zu senden, dann senden wir das und gehen darauf ein. Dann seid ihr also ein Teil des Vor-100-Podcasts. Der Geschichte des Wunder-Podcasts. Und mit diesen bedeutenden Worten, Luis, würde ich sagen, lassen wir es gut sein für diese Folge. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin müsst ihr in die Zukunft reisen. Und Luis, wie macht man das am besten? Mit Warten.